Es war ein kühner Plan, ein Tunnel unter den Wachen, dem Stacheldraht und natürlich der Berliner Mauer, um Menschen bei der Flucht nach West-Berlin zu helfen. Der amerikanische Sender NBC drehte eine Dokumentation über das Projekt und half auch bei der Finanzierung und Beschaffung von Werkzeugen. Joachim Rudolph, der selbst ein paar Monate zuvor von Ost-Berlin nach Westen geflohen war, gehörte zu denjenigen, die in diesem Sommer und Herbst 1962 in achtstündigen Schichten gruben und gruben. Und er kann sich noch erinnern, warum. Wir wollten einfach den Leuten helfen und wir hatten natürlich auch eine große Wut auf die DDR, was die da eben machte und die erschossenen Flüchtlinge und so weiter. Das ging uns natürlich äußerst stark an die Seele und wir wollten aus dem Grunde einfach mithelfen, um der DDR so viel Schaden wie nur möglich zuzufügen. Dutzende von Menschen arbeiteten an dem Tunnel. Die meisten von ihnen hatten Familie und Freunde auf der anderen Seite. Aber einen Tunnel zu graben war viel schwieriger, als sie dachten. Wir wussten ja gar nicht, wie man überhaupt einen Tunnel gräbt, was man dazu braucht, wie man das macht, welche Werkzeuge und noch dazu bei Lehmboden. Doch dann am 14. September 1962 durchbrachen die Tunnelgräber den Boden eines Kellers. Joachim Rudolph ging mit einer Waffe in der Tasche nach draußen, falls die Wachen ihn sahen, um zu überprüfen, ob es das richtige Haus war. Das war es, also warteten sie und dann klopfte die erste Familie, der vom Tunnel erzählt worden war, an die Kellertür. Ihr Freund, der monatelang gegraben hatte, umarmte sie. Und das war ein Augenblick, einer der wenigen Augenblicke, die ich in meinem Leben nie vergessen kann. Das hat mich extrem beeindruckt. Und ich habe mir gesagt, egal wie viel noch kommen, natürlich so viel wie möglich, aber und wenn es keiner mehr ist, die ganze Arbeit, die ganzen elektrischen Schläge, die wir da durch den Wassereinbruch und den Anschluss der Pumpen bekommen haben und die Blasen und so weiter und so fort und die Stöße beim Kriechen oben an dem Holzbalken da, alles das hat sich gelohnt. 29 Menschen flohen durch diesen Tunnel, bevor er zu stark überflutet wurde. In den Jahrzehnten danach gruben die Menschen weiter Tunnel, schwammen über Flüsse, benutzten Heißluftballons und alles andere, was ihnen einfiel, um der ostdeutschen Diktatur zu entkommen. Während der 28 Jahre, in denen die Berlinmauer diese Stadt teilte, versuchte Tausende von Menschen aus dem Osten in den Westen zu fliehen. Viele hatten Erfolg, aber mindestens 140 Menschen starben. Auch an sie wird an diesem Wochenende erinnert. Juna Kelgen aus Berlin für Euronews.